Okay. Vergnügung statt Trino. Prinzessin, das hier ist die Stadt der Alien Trino. Als erstes müssen wir irgendwie in Erfahrung bringen, in wessen Besitz sich wohl die Silbernadel befinden könnte. Und in Trino treiben sich nicht nur Adlige rum und so. Wenn es Nacht wird, dann kommt das Diebesvolk zum Vorschein und so. Es ist eine Schande, dass Parasiten wie deinesgleichen den Ruf dieses prunkvollen Stadtzonen in Schmutz ziehen. Das diskutieren wir ein andermal aus, aber zunächst steige ich mal in so eine schicke Villa ein und schnapp mir die Silbernadel und so. Einsteigen, schnappen, wenn ich das schon höre. Kann über meine Leiche lasse ich dich deinem schändlichen Tageswerk nachgehen. Aha, dann möge der Herr der Ritter doch bitte so gut sein und mir erklären, wie wir sonst an die Silbernadel rankommen wollen und so. Schweig, Herr, eines ist schon mal sicher, ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du sie einfach so stillst, verstanden? Ihr habt euch doch nur mir angeschlossen. Wenn dir meine Methoden nicht passen, dann mach dich doch vom Acker und so. Jetzt schlägt es aber 13, was verdrehst du überhaupt die Tatsachen und so schließlich? Und tschüss. Warte gefälligst und noch nicht, ich bin nicht hier fertig. Nicht ich, sondern sie und so. Wer redest du da? Willst du etwa vom Thema ablenken, Karl? Prinzessin, es tut mir sehr leid, aber es ist absolut meiner Würde, mit Gesinde wie dem der gemeinsame Prinzessin? Schon wieder. Ich bin nun schon seit 18 Jahren Ritter, warum werde ich Hauptmann der Pluto-Truppe nur auf so eine harte Probe gestellt? Boah, Moment mal, wem verdanke ich das denn alles? Dir und dem Rest deiner verdammten Tantalusbahn weg, alle beide weg. Aber ich will kein Ritter sein, wenn ich mich nicht von so etwas aus der Fassung bringen lasse. Zuerst muss ich die Prinzessin finden. Ach ja. So. Spezialität? Okay. Hier müssen wir jetzt. Wird gleich Lilly überfallen. Müssen wir im richtigen Augenblick X drücken. Genau von dem da. Jetzt müsste uns eigentlich nur 500 gestohlen haben statt 1000. Yes! Geschafft! Und den Typen kann man mich nämlich auch. Den vierarmigen Jack. Den haben wir ja schon in der Dingsstadt getroffen, in Alexandria. So. Okay. Wir wollen hier jetzt uns eine Stellatio holen. Dafür müssen wir 13 mal 10 Gil reinwerfen. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Und Nummer 13. Gemini. Da haben wir es doch schon. Sehr schön, sehr schön. Okay, also legen wir los. Nur mal schnell durchgelesen, was wir also alles machen müssen. Verlegenheit. Irgendwie eine ziemlich gefährliche Stadt. Ich muss so schnell wie möglich in den Besitz der Silbernadel gelangen und dann irgendeinen Weg finden, wieder nach Alexandria zurück zu... nun ja, hier vielleicht? Hix? Dann lass ich lieber sein, dort ist sie auch ganz bestimmt nicht, genau. Rüps! Ah. Entschuldigt vielmals, ihr wisst nicht zufällig, wo ich in dieser Stadt einen Gegenstand namens Silbernadel. Silberhochzeit! Ach, weißt du, mein Kind, die hätte ich bald feiern können, wenn mein armes kleines Bräuchchen nicht vor 3 Jahren verstorben wäre. Nein, ich meinte eigentlich diesen Gegenstand, von dem man sagt, er würde jede Form der Verschleierung aufheben können. Aber, mein Kleines, willst du mir etwa unterstellen, ich hätte Verkalkung? Das ist aber gar nicht nett von dir. Ich bin zwar vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber immer noch fit im Schritt. Vielen Dank für eure wertvolle Zeit. Ich bin noch voll auf der Höhe, wir könnten ja mal ein Trinken gehen. Eieieiei. Okay. Wir gehen mal hier runter.
öffne die Truhe mit einer Yeti-Fritze-Karte und nimm noch die Truhe mit ganzen Engel. Super Dubi. Ich glaube, mehr war hier auch nicht gewesen. Ne, das war's doch schon. Gehen wir hier wieder hoch. Gehen wir hier drüben rein. Schmierkneipen wird für einmal aufs Ohr liegen, kriege ich aber 100 Geld, ganz klar. Nicht müde. Wenn es nichts gibt, dann tschüss. Steckbrieflich gesucht. Wer ihn ergreift, der hätte 100.000 Geld. Dieser Kerl auf den Steckbrief da, der soll vor langer Zeit mal ein Riesenvermögen aus einer Villa rausgeschleppt haben. Jetzt sage ich euch auch mal so ein fettes Ding. Dann tapezieren sie alle Wände der Stadt mit meinem Steckbrief und ich bin berühmt. Ja. Verruchte Kennerin, hier stiegen vorhin so ein bärtiger Hauding und so ein finsterer Geselle, der ständig was von und so murmelte die Treppe runter. Ja. Tut mir leid, aber ohne die Erlaubnis des Wirtes kann hier niemand runter. Wer das wohl gewesen ist. So, dann geht's hier weiter. Existenz. Oh, das ist ja ein Isolationshaus. Na, wenn das so ist, dann komme ich vielleicht hier in den Besitz der Silbernadel. Und da ist er auch schon wieder. Kuja. So. Guck mal, Hix. Noch mal kurz gucken, wo wir hier lang kommen. Hier müssen wir theoretisch. Kommen wir beim Dings vorbei. Kartenverkäufer, Karten, wer hat noch nicht? Wer braucht noch welche? Schaut auf jeden Fall mal bei mir vorbei, bevor es zum Turnier geht. Brauche ich nicht. Quatsch. Dann geht's hier hin, okay. Hier müsste das komische Haus sein. Die Schmiede. Genau, und da treffen wir dann auch schon den Vierarmigen Günther. Kann ich was für dich tun? Hast du hier eine etwa 16-jährige, liebreizschöne Prinzessin, meine junge Dorf vorbeikommen sehen? Ich habe überhaupt niemanden gesehen und schon gar nicht dieses süße Ding mit dem süßen, hübschen Langzopf. Wie meinen, was hast du dir gerade von ihr gegeben? Nichts, ich habe gar nichts gesagt. Ich bin da vorhin ein bisschen gestolpert und da ist mir wohl reinzug meine Hand in ihre Geldbörse gerutscht. Sachen gibt's. Aber hier, ich gebe dir den Kaffee, den ich mir dafür gekauft habe. Hier, heute ist doch riesig. Er ist doch riesig so rum. Na, warte. Er hat zwar vier Arme, aber er läuft so, als hätte er auch noch vier Beine. Sehr schön, und da mache ich den Kraftgürtel. Können wir jetzt noch nicht ausrüsten, wa? Doch, hier. Stärke, Bonus, Konter und Feuerer. Mua, geil. Das lernt man gerade auch, ja, I don't know. Geile Sache. So, hier müsste es lieber zum Schmied gehen. Genau. Oh, willkommen. So, was können wir hier? Die Orkanik haben wir schon, die Aurora haben wir. Das Baumwollklett haben wir auch. Genau. Wüstenstiefel haben wir auch einmal. Halstuch müssten wir auch einmal haben. Kristallschutt haben wir. Gemini-Stiefel haben wir genug. Kartuschia haben wir noch nicht. Den Korallenring. Immer in Donnerstag haben wir ja schon. Ein Goldschal. Haben wir, glaube ich, auch schon. Was kann der? Haarschmuck für Damen. Verstärktes Angriffselement. Den werden wir uns auf jeden Fall holen. Korallenring. Haben wir schon hier. Ich weiß nicht, ob einer reicht. Ach, einer reicht erstmal. Den Rest brauchen wir erstmal nicht. Gucken. Können wir nicht ausrüsten, wa? Ne. Passt schon erstmal. So, dann gehen wir zum Kupo zurück. Zum Mogri.
So, dann gehen wir mal. Hier können wir noch lang gehen. Genau, und hier haben wir das Stellatia-Gebäude, wo wir unsere Stellatia, die wir gefunden haben, bis jetzt abgeben können. Das kann man eigentlich auch clever machen. Genau, Baronesse Stella. Wir sind auf der Suche nach den Stellatia, Sternsplittern, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Oh, er hat also die Känzer-Stellatia in seinem Besitz. Überlasse sie uns und ich werde ihn reich belohnen. Na klar. Dann kriegen wir mal mehr coole Gegenstände. Oh, ah, ja, seine Belohnung hält er für unsere Dienerin. 1000 Geld. So, da haben wir da noch eine. Die Gemini. Eine haben wir, glaube ich, auch noch. Die müssen wir im Dali gefunden haben. 3 müssten wir haben. Phoenix Down. Aries, genau, die haben wir in Dings gefunden. Jetzt müssten wir 2000 Geld bekommen. Genau, und das war's, glaube ich. Genau, das war's. Hat ja erstmal gelohnt, 3000 Geld. So, und dann geht's jetzt endlich zum Mogri. Zum Waffenladen. Lass mich doch durch. Ach ja, kurz was kriegen. Ah, renn halt gegen die Wand. Wir müssen den Mogri erstmal wieder rausholen. Genau, da ist er da. Das ist der Monk-Michel. Wir sind ganz dicke Kumpels, Kubo. Was sieht's hin, dass er einen Brief bekommen, Kubo? Der interessiert dich doch auch, oder? Dann lass ihn uns schnell lesen. Von Stilskin an, Monk-Michel. Die Regenstadt Pomesa liegt in Trümmern und die Leute, die ich dort gesehen habe, sind in Richtung Westen der Wüste Bubu aufgebrochen. Nur was sollen wir dort bloß? Außer dann gibt's ja nicht viel. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht folgen würde und die Sache erkunden würde. Genau. Die Wüste Wubu ist ja nicht gerade um die Ecke, Kubo, aber das ist typisch Stilskin, der hat keine Angst vor Entfernungen. Ich hätte sogar einen Brief. Okay, dann speichern wir mal schnell. Jetzt so lange, bis es halt voll ist. Dann fange ich wieder von vorne. Also bin ich wenigstens sicher, dass falls mal irgendwas mit der Aufnahme nicht stimmt, dass ich das nochmal neu spielen kann. So, ab rein hier. Genau, da unten sehen wir ein paar Viecher. Darauf kommen wir noch später. Das machen wir später erst. Kaufen, verkaufen. Mithril-Schwert können wir hier kaufen. Kaufen wir wenigstens einen. Mithril-Speer haben wir schon. Druidenstab haben wir auch. Mithril-Rote haben wir. Den Gletscherstock weiß ich gar nicht, ob wir den bekommen haben. Den haben wir noch nicht bekommen. Ich sage, kaufen wir noch den Gletscherstock einmal. Das habe ich ja jeweils einmal. Da hätten wir uns noch ein Dings holen können. Was soll's. Gabe, Mistgabe, Hammer. Hammer 3, Hammer 2. Osala-Armreife, genau. Da haben wir uns mal 4 Stück. Mithril-Fäustling-Hammer. Filzhut haben wir auch noch. Sturmband haben wir noch nicht. Da haben wir mal 3. Verbote-Hammer. Seidenhemd-Hammer. Da haben wir trotzdem noch 2 für den Elektro-Effekt. Ja-Panzer-Hammer. Bronze-Harnisch-Hammer. Zauber-Kyros-Hammer. Kettenhemd haben wir noch nicht. Haben wir 2. Und das war's. Kaufen tut man nichts. Passt das. Chaskin. Doch hier. Genau, das haben wir ja noch. Krachklinge lernen wir ja eh noch. Dadurch können wir das lernen.